Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ich bin jetzt schon seit über 10 Jahren bei diversen Vereinen, Vereinigungen und Moscheen aktiv. Und irgendwann gewöhnt man sich daran, dass man so diversen Ärger hat, allen voran natürlich mit den Banken. Aber so wie bei der föderalen Islamischen Union habe ich das noch nie erlebt. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich würde hier für die Mafia arbeiten, aber dann wäre man ja die Bank selbst. Und Bank ist ja schon das richtige Stichwort. Zum wiederholten Male wurde uns das Konto gekündigt. Diesmal auf eine recht abenteuerliche Art und Weise. Also wir hatten es erst eröffnet und die Mitglieder waren happy und wir haben schon die ersten Beiträge bekommen und dann sagt die Bank irgendwann, nö, ist nicht, wir machen das Konto zu, wir machen es nicht nur zu, das Konto hat es nie gegeben und die Beiträge, die auf das Konto überwiesen wurden, was es nie gegeben hat, die überweisen wir wieder zurück. Das ist ungefähr die Story. Ja, wir arbeiten wie immer fieberhaft an einer Lösung. Man kann uns aber immer noch unterstützen über PayPal und Litchi. Das funktioniert alles. Ist technisch ein bisschen aufwendiger, ich weiß, aber derzeit gibt es keine andere Möglichkeit. Nun, zwischendurch habe ich mir selber die Frage gestellt, warum ist das ausgerechnet bei diesem Verein so? Also warum gibt es so viel Trubel allen voran mit dem Konto? Ich glaube, das liegt daran, dass wir Großes vorhaben mit diesem Projekt. Das habe ich schon das ein oder andere Mal gesagt, aber wir sind bisher nie so recht mit der Sprache herausgerückt. Das hatte auch seinen Grund, denn unsere Befürchtung war, wenn wir das tun würden, dann wird der Staat ja völlig ausflippen. Na gut, aber da er das ja sowieso schon tut, können wir auch jetzt die Katze aus dem Sack lassen. Das passiert inshallah diese Woche, Donnerstagabend um 19 Uhr. Da gibt es einen Livestream hier über Facebook. Und da werden wir euch sagen, wie die föderale Islamische Union Deutschland revolutionieren will. Inshallah, seid dabei.